Willkommen zurück zum Let's Play and Guide F1 Manager 2022, Saison 2 mit dem Team Williams Racing. Mein Name ist Koix und in dieser Folge werden wir alle restlichen 4 Rennen der zweiten Saison bestreiten. Mein Plan sieht vor, dass ich Austin wie auch Mexiko-Stadt und Sao Paulo alleine ohne euch fahre und euch nur die Ergebnisse zeige. Und dann schauen wir uns nochmal gemeinsam ausführlich das letzte Rennen in Abu Dhabi an. Und ich denke, danach wird die Folge dann auch enden und dann gibt es in der nächsten Folge den Saisonabschluss und in der übernächsten Folge dann die Saisonvorbereitung der dritten Saison. Jetzt geht es aber erstmal zum Rennwochenende von Austin und dann zeige ich euch gleich die Ergebnisse. So, hier das Rennergebnis von Austin. Wir sehen, Leclerc hat gewonnen vor Sainz, vor Hamilton, vor Perez, vor Bottas, Alonso 6., dann Russell, Vettel, Ocon und Ricciardo ist 10. gewonnen. Unsere Fahrer sind leider nur 13. und 14. geworden. Wir hatten nicht wirklich eine Chance. Da wir jeweils ein neues Getriebe und ein neues ERS-System eingekauft haben, sind wir auch von ganz hinten gestartet. Von daher hatten wir von Anfang an nicht so viele Chancen, vorne mitzufahren. In der Fahrer-WM sieht es folgendermaßen aus. Perez vor Leclerc, 3 Punkte allerdings nur. Dann Verstappen, leicht abgeschlagen. Dann Sainz, dann Gasly auf dem 5. Platz. Hamilton 6., Russell 7., 8. ist Bottas und Doohan ist 9. Schauen wir uns die Konstrukteure an. Red Bull vor Ferrari, Williams immer noch 3., allerdings jetzt nur noch leicht vor Mercedes und Alfa Romeo ist 5. In 4 Tagen ist das Rennwochenende in Mexiko. Schauen wir uns die E-Mails an. War natürlich kein großartiges Rennen. Der nächste ATR-Zeitraum müsste der letzte sein, beginnt heute. Gehen wir fortfahren. Schauen wir nochmal in die E-Mails rein und erledigen die Rennvorbereitung und stellen die Leistungsvorgaben ein. Im Qualifying stellen wir wieder ein, dass beide Fahrer ins Q2 kommen. Qualifying Rang können wir auch einstellen, dass beide Fahrer Minimum 12. werden. Und ja, dann sind wir schon kurz vorm Rennwochenende von Mexiko. Schauen wir uns hier in der Autoanalyse nochmal ganz kurz die Stärken und Schwächen an. Sehr wichtig auf dieser Strecke sind eben niedrige Kurvengeschwindigkeiten, was unser Auto ja überhaupt nicht kann. Allerdings stehen wir natürlich super da bei den hohen Kurvengeschwindigkeiten. Und ja, auch dieses Rennen werde ich ohne euch fahren und zeige euch gleich nur die Ergebnisse. Hier das Rennergebnis von Mexiko. Verstappen hat gewonnen vor Perez, vor Hamilton, vor Russell, vor Norris. Gasly ist 6. geworden, Ocon 7., dann Bottas, Leclerc und Vettel ist 10. geworden. Doohan ist leider nur 14. geworden. Auf dieser Rennstrecke war unser Auto einfach nicht gut genug, konnte nicht gut mithalten. Von daher sind das schon das beste Ergebnis, was wir hätten rausholen können. Jack Doohan hat leider 2 Dreher gehabt. Die Fahrer-WM sieht folgendermaßen aus. Perez vor Verstappen, vor Leclerc, alles noch sehr knapp, selbst Sainz kann da noch mit eingreifen, wenn man bedenkt, dass es im letzten Rennen doppelte Punkte gibt. Gasly 5. und Doohan 9. Konstrukteurs-WM, wir sind weiterhin 3., haben jetzt allerdings nur noch 1 Punkt Vorsprung auf Mercedes, das heißt, es wird auf jeden Fall nochmal ein spannender Kampf um Platz 3. Windkanal-Upgrade ist fertig. Wir haben 11 Tage bis zum Rennwochenende in Brasilien, schauen wir uns einmal die E-Mails an. Ja, wir haben neue Entwicklungspunkte, die wir vergeben können. Einmal bei Puccia. Genauso bei Jack Doohan. Hier investiere ich die Punkte jetzt erstmal in Kontrolle. Und wie ihr im Tooltip auch da oben rechts sehen könnt, wird es auch die Häufigkeit von Zwischenfällen reduzieren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit von Blockierungen, Dreher und Unfällen. Und auch bei Gasly können wir einen weiteren Punkt vergeben. Außerdem ist das Upgrade vom Windkanal fertig, können wir uns auch mal kurz anschauen. Ja, die letzte Stufe kostet dann 27 Millionen. Ich denke, das werden wir dann erst irgendwann in der dritten Saison upgraden können. Und außerdem ist das Scouting fertig. Schauen wir uns einmal Verschor an. Einmal die Vertragsdaten und einmal die Leistungsdaten. Und hier sind einmal die Daten von Buemi, einmal die Vertragsdaten und einmal die Leistungsdaten. Als nächstes können wir noch Vips und Latifi scouten. Und dann gehen wir fortfahren. Die Forschung vom Heckflügel ist abgeschlossen. Und dann werden wir gleich den nächsten Heckflügel erforschen. Hier packen wir jetzt auch nochmal alle Stunden rein, die wir haben. Und gehen dann wieder auf Leistung bei geringer Geschwindigkeit. Fortfahren. Ja, und jetzt sehen wir eben, ne, oben rechts, wann es fertig wird. Das ist zu spät am 4. Januar. Das heißt, wir packen einen zweiten Ingenieur rein. Und dann ist es perfekt am 30. Dezember fertig. Wenn wir übrigens 6 reinpacken, beziehungsweise 4 können wir aktuell nur, dann wäre es am 22. Dezember fertig. Da wir dann kein anderes Autoteil mehr erforschen können, macht das natürlich keinen Sinn. Also nehmen wir nur 2 Ingenieure.
da die Stufe 5 der Einrichtung, CFD-Simulator und Windkanal eben ca. ja, 27 Millionen jeweils kosten, hatte ich mir überlegt, dass wir in der Zwischenzeit schon mal andere Einrichtungen weiter upgraden, zum Beispiel die Teamzentrale für noch mehr Erfahrung für unser Personal für 6,5 Millionen. Außerdem wollte ich in diesem Let's Play ja auch mal die Wetterstation ein bisschen genauer testen. Von der werden wir auch da für 1,5 Millionen die nächste Stufe einstellen. Und mit dem Ausbau vom Trophäenraum für 880.000 können wir nochmal die Moral verbessern für Personal und Fahrer. Und ja, dann gehen wir erstmal fortfahren. So, Forschung vom Frontflügel ist jetzt auch abgeschlossen. Schauen wir uns das Ganze nochmal an und werden einen weiteren Frontflügel für die nächste Saison erforschen. Und hier gehen wir auch wieder auf Leistung bei geringer Geschwindigkeit, gehen auf Fortfahren. Sehen oben rechts, 9. Januar ist es fertig. Wenn wir auf 3 Ingenieure gehen, ist es perfekt am 30. Dezember fertig. Und gut ist. Wir gehen auf Fortfahren. So, Trophäenraum ist auch schon fertig. Um die Moral weiter zu steigern, können wir eben hier nochmal 1,173 Millionen ausgeben für die nächste Stufe und gehen auf Fortfahren. Die Forschung der Aufhängung ist jetzt auch erledigt. Wir haben jetzt noch 46 Tage bis zum 31.12. Dann schauen wir mal, was wir noch erforschen können. Wir könnten nochmal die Seitenkästen nehmen. Die Aufhängung würde Sinn machen. Chassis haben wir schon zweimal. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch 2 Projekte reinbekommen. Ich denke, die Kombination aus Chassis und Aufhängung würde funktionieren. Fangen wir erstmal mit der Aufhängung an. Gehen hier auf optimierte Kühlung, um das Ganze auch nochmal zu steigern für die nächste Saison. Gehen auf 6 Ingenieure, dauert nur 21 Tage. Und gehen auf Fortfahren. Gehen nochmal in die Rennvorbereitung und stellen die Leistungsvorgaben ein. Im Qualifying erreichen wieder beide Fahrer Q2 und ein Fahrer Q3. Und ja, dann stehen wir schon vor dem Rennwochenende von Brasilien, Sao Paulo. Auch dieses Rennwochenende werde ich alleine bestreiten und zeige euch gleich die Ergebnisse. Und hier das Rennergebnis von Brasilien. Verstappen gewinnt vor Perez. Leclerc ist Dritter gewonnen, dann Sainz, Hamilton, Ocon, Alonso, Norris, Gasly leider nur 9. gewonnen. Wir hatten hier nicht wirklich eine Chance. Stroll ist 10. und Jack Doohan ist komplett ausgeschieden. In der Fahrer-WM sieht es jetzt folgendermaßen aus. Wir sind weiterhin 5. mit Gasly und werden es wohl auch bleiben. Jack Doohan ist 9. und wird wohl auch diesen Rang behalten. In der Konstrukteurs-WM sieht es jetzt leider so aus, dass Mercedes vorbeigezogen ist und jetzt einen Vorsprung von 7 Punkten auf uns hat. Allerdings müssen wir natürlich bedenken, dass es in Abu Dhabi doppelte Punkte geben wird. In genau 4 Tagen ist dann auch das letzte Rennen der zweiten Saison in Abu Dhabi. Schauen wir uns erstmal die E-Mails an. Hier ist allerdings nichts Wichtiges. Gehen wir einmal auf unsere Fahrer und verteilen die neuen Entwicklungspunkte. Ja, bei Gasly packen wir den Punkt in die Kurvengeschwindigkeit. Jetzt haben wir alle Tempo-Attribute auf Minimum 90. Und bei Doohan packen wir den Punkt in Kontrolle. Und auch bei Puccher können wir einen Punkt investieren. Gehen wir fortfahren. CFD-Simulator Stufe 4 ist fertig. Können wir uns auch einmal kurz anschauen. Ja, wir sehen, die letzte Stufe kostet hier sogar 29 Millionen. Gehen wir fortfahren. Trophäenraum ist jetzt auch fertiggestellt. Können wir uns auch gleich mal anschauen. Ja, für noch ein bisschen mehr Moral können wir jetzt auch die letzte Stufe auch noch mitnehmen für 1,8 Millionen. Gehen wir fortfahren. Schauen wir uns die Rennvorbereitung an und stellen die Leistungsvorgaben ein im Qualifying wie immer. Q2 ist jetzt Standard eingestellt, Q3 erreicht nur ein Fahrer. Qualifying-Rang können wir auch ein bisschen genauer bestimmen. Dann nehmen wir, dass beide Fahrer wieder Minimum 12. werden. Beim Rennen können wir jetzt die Zielplatzierung angeben. Da werden wir das auch machen, dass ein Fahrer, sagen wir mal, Minimum 10. wird. Jetzt befinden wir uns nochmal in der Autoanalyse im Vergleich zu Mercedes. Wir sehen hier auf der rechten Seite die Attribute, die für die Rennstrecke in Abu Dhabi wichtig sind. Und welchen Rang wir hier belegen. Na, hier geht es leider auch wieder um eher mittlere und niedrige Kurvengeschwindigkeiten. Und wie ihr sehen könnt, haben wir uns für das aktuelle Jahr dementsprechend auch nicht wirklich verbessert. Schon lange nicht mehr. Ja, belegen hier Platz 19 und Platz 13, weil sich die KI eben weiterentwickelt hat, also die Konkurrenz. Unsere ganzen Forschungen der letzten Monate fließt ja erst in die nächste Saison. Und darum gehe ich auch davon aus, dass wir keinen besonders guten Platz ergattern werden in Abu Dhabi, wo es doppelte Punkte gibt. Das heißt, unsere Chancen, uns gegen Mercedes durchzusetzen, sind eher gering.
Trotzdem werden wir natürlich alles tun, um den dritten Platz in der Konstrukteurs-WM zu gewinnen. Ja, wir sehen auf der rechten Seite, es wird auf jeden Fall nicht regnen. Schauen wir uns einmal die Streckenkarte an und sehen uns vor allem die DRS-Zonen an. Die Autoattribute hatten wir uns ja gerade schon angeschaut. Schauen wir uns die zeitlichen Erwägungen an. 25 Sekunden ist der durchschnittliche Zeitverlust in der Boxengasse, 14 Sekunden hinterm Safety Car. Die erwarteten Strategien sehen folgendermaßen aus. Und die Leistung der Reifenmischung sieht so aus, dass die Reifen dann doch stärker abbauen, vor allem der weiche Reifen und der mittlere. Wir befinden uns in Q2 und unsere Fahrer fahren jetzt auf ihre erste fliegende Runde. Na, werden wahrscheinlich von Norris auch ein bisschen aufgehalten. So, unsere Fahrer fahren jetzt gleich auf ihre zweite fliegende Runde in Q2, haben jetzt auch nochmal einen frischen Reifensatz bekommen. Schauen wir auf die Sektorzeiten. Duan hat sich verbessert, Gasly leider nicht und gerade Gasly muss sich verbessern, wobei eigentlich müssen sich beide natürlich nochmal stark verbessern. So, Duan und Gasly haben im zweiten Sektor persönliche Bestzeit gefahren. Und dann landen wir auf Platz 10 und 13, so wie es aktuell aussieht. Also Gasly ist dann doch nochmal ins Q3 gekommen. So, wir befinden uns in Q3 und Gasly fährt jetzt gleich auf seine erste fliegende Runde mit dem angefahrenen Reifensatz aus dem Q2. Hat leider auch ein bisschen Verkehr. Ich denke mal, es wird keine gute Rundenzeit. Und jetzt fährt Gasly gleich auf seine zweite fliegende Runde in Q3. Schauen wir auf die Sektorzeiten. Erster Sektor, persönliche Bestzeit. Zweiter Sektor auch. Und er bleibt Zehnter. Hier einmal das komplette Ergebnis vom Qualifying. Verstappen hat die Pole Position vor Sainz. Leclerc wird noch eine Startstrafe bekommen, genauso wie Bottas auf Platz 8. Und Gasly ist auf dem 10. Platz gelandet und Duan auf dem 13. Platz. So, die Rennstrategie steht. Wir fahren hier mit zwei Stops. Mit einem Stopp ist es auch nicht wirklich gut möglich, durch das Rennen zu kommen. Ja, wir sehen, wir starten von Platz 9 und Platz 12. Das liegt auch an den ganzen Startstrafen, die die KI-Fahrer bekommen haben. Und dann würde ich sagen, starten wir das Rennen. Halten Sie sich gut fest für den großen Preis von Abu Dhabi. Das Startsignal erlöscht und los geht's. Saisonfinale in Abu Dhabi, das Rennen ist gestartet. Schauen wir uns die Reifen an, die meisten sind auf weich oder auf medium. Das war auch abzusehen. Schauen wir mal, was unsere Fahrer hier so reißen können. Wie gesagt, wir haben leider nicht die besten Chancen in diesem Rennen. Unser Auto hat einfach nicht die Attribute dafür. Dann wird es sehr schwierig für unser Team. Allerdings ist ja der WM-Kampf auch noch super spannend. Soeben hat Williams eine neue Position. Ich stelle erstmal, dass er ist auf neutral bei beiden Fahrern. Oh, wir müssen auch mit dem Reifen ein bisschen aufpassen. Da gehe ich auch gleich mal runter auf Standard. Und Spritverbrauch, ne, wie wir sehen können, haben wir auch nicht wirklich viel, was wir da einsetzen können. Das wird jetzt schwierig wahrscheinlich, bis zur dritten Runde überhaupt dran zu bleiben. Ja, mit Gasly sehen wir jetzt schon, dass wir Probleme haben. Ich gehe mal auf Einsetzen, Reifen dann doch erstmal auf aggressiv stellen. Wie sieht es bei Duan aus? Duan ist direkt hinten dran, das finde ich super. Stellen wir auch mal auf aggressiv, den Reifen zumindest. Dann gucken wir mal, ob wir dranbleiben können mit unseren Fahrern. Ja, schon krass, obwohl Gasly die Batterie einsetzt, also wir auf dem Modus einsetzen gestellt haben, können wir gerade so dranbleiben, also das ist schon heftig. Wie viel schlechter unser Auto hier ist. So, Duan hat jetzt auch Probleme, müssen wir auch mal auf Einsetzen gehen. Ja, deploy. So, und dann wird gleich in Runde 3 das DRS natürlich aktiviert.
Und dann haben wir insgesamt zwei DRS-Zonen, die wir nutzen können. So, DRS ist aktiviert. Auf Start-Ziel gibt es übrigens diesmal keine DRS-Zone, wie in den meisten Rennen ja der Fall ist. Sondern gegenüber die langen Geraden. Das heißt, einmal nach Kurve 5 und einmal nach Kurve 6 gibt es jeweils einen Messpunkt. Und dann eben die lange DRS-Zone. Ne, das ist jetzt die Gerade, die jetzt kommt, wo wir einmal DRS freigeschaltet bekommen. Und dann auf der Geraden, die darauf folgt, das ist die hier. Und dann würde ich sagen, versuchen wir einfach mal mit diesen Einstellungen erstmal nur dran zu bleiben. Wie gesagt, je länger wir an dieser echt schnellen Gruppe dranbleiben, desto besser für uns, für unser Rennen, für unsere Rennstrategie. Allerdings sehen wir schon, dass wir echte Probleme haben. Ich denke, lange werden wir nicht dranbleiben können, weil wir können jetzt auch nicht den Reifen noch höher stellen. Im Gegenteil, wir müssen den eher gleich wieder runterstellen. Und ja, Batterie können wir auch nicht ewig lange beanspruchen. Und dann schauen wir mal, wie lange wir dranbleiben können. So, hier sehen wir leider einen Fehler von Gasly. Schauen wir mal, führt das zum Safety Car, weil wir sind schon alle so langsam geworden. Das sieht fast so aus, ja, Safety Car Phase. Gasly ist auch gleich direkt komplett ausgeschieden und er hat sich das bei ihm erledigt. Mit Duen können wir ein bisschen ERS jetzt einsparen. Und dann müssen wir eben ein bisschen auf den Reifen achten. Also wir sind jetzt ziemlich lange auf aggressiv gefahren, um dran zu bleiben. Hat auch so gut bis jetzt funktioniert. Allerdings müssen wir jetzt auf Reifen achten. Also das können wir jetzt nicht nochmal machen. Das heißt, wenn das Safety Car dann wieder reinfährt, ja, müssen wir eben mit diesen Einstellungen klarkommen. Und wenn wir dann nicht mithalten können, dann haben wir halt Pech gehabt. Ja, vorne hatten sich zwei Gruppen gebildet. Wir hatten einmal die erste Gruppe mit Verstappen, Sainz. Die sind vorne weggefahren. Und dann gab es eben die nächste Gruppe mit Ocon, Hamilton, Leclerc, Perez, Alonso und die beiden Williams. Und Russell war auch noch hinten mit dran. Jetzt schiebt sich das Ganze natürlich in der Safety-Car-Phase alles wieder so ein bisschen zusammen. Und dann geht das Ganze von vorne los. Oh, unsere Strategie läuft trotzdem weiterhin. Also wir sind immer noch im Soll. Schauen wir uns mal die Reifen der Konkurrenz an. Ne, die stehen um einiges besser da. Die mussten eben nicht pushen, um dran zu bleiben. Wir sehen allerdings auch Hamilton und Ocon auf weichen Reifen. Und auch Russell dahinter werden natürlich früher an die Box kommen müssen. Und ja, für die WM ist es natürlich auch alles noch sehr spannend. Werden wir mal schauen, wer hier am Ende dann triumphiert. Wie gesagt, nicht vergessen, in diesem Rennen gibt es doppelte Punkte. Das ist umso schlechter für uns, dass unser Auto auf dieser Rennstrecke einfach nicht gut ist. Aber ja, wird für die WM auf jeden Fall nochmal spannend sein. Und ja, dann schauen wir mal, wann das Safety Car reinfährt. Safety Car will be in this lap. So, Safety Car wird dann in dieser Runde reinfahren. Wie gesagt, wir können nicht groß pushen. Für den Restart werde ich einmal kurz auf den höchsten Kraftstoffverbrauch stellen und mehr werden wir nicht machen. So, schauen wir mal, dass wir vielleicht mit ein bisschen ERS dranbleiben können, bis das DRS wieder aktiviert wird. So, dass wir uns vielleicht noch mal ein paar Runden mitziehen lassen können. Sieht aber nicht so gut aus. Jetzt haben wir trotz ERS schon wieder ein bisschen Zeit verloren, sind aus dem 1-Sekunden-Fenster raus. DRS wird wahrscheinlich erst in 2-3 Runden aktiviert.
Ja, wir können uns wieder so ein bisschen ransaugen, stellen jetzt auch wieder auf neutral, Reifen auch wieder auf Standard. Und ja, jetzt müssen wir dranbleiben und wenn es nicht klappt, dann haben wir eben Pech gehabt. Dann müssen wir uns an die Gruppe dahinter hängen, an Norris etc. Wie lange hält eigentlich noch unser Reifen? Ja, wird ungefähr auch bis dahin reichen, wie wir es eingestellt haben von der Strategie her. Von ja, alles gut. Und ja, dann schauen wir mal, wie es am Ende vom ersten Stint aussieht. Ja, die ersten kommen jetzt an die Box, wie wir auf der linken Seite sehen können. Keiner, der vor uns aktuell fährt, sondern nur welche, die hinter uns fahren. Wir sind jetzt auch, glaube ich, schon aus dem 1-Sekunden-Fenster gerade rausgefallen bei Alonso, genau. Wir werden jetzt nicht mehr mithalten und werden selber in den nächsten 3-4 Runden an die Box kommen. Ich glaube, es gab einen Unfall. Da ist die Wiederholung. Achtung, da ist Leclerc. Eine eindeutige Kollision, da, das ist sehr bedauerlich. Das war nicht so gut für Leclerc. Der kämpft ja eigentlich auch noch mit um die WM. Das Team ist davon wirklich enttäuscht. Hoffen wir, dass es sie nicht... So, wir werden dann jetzt auch an die Box kommen und ziehen dann den harten Reifen auf. Mit dem werden wir natürlich leider noch ein bisschen langsamer sein. Allerdings schauen wir doch mal, was die Konkurrenz so bis jetzt genommen hat. Ja, die meisten haben auch den harten Reifen genommen. Zumindest im hinteren Feld. Hier vorne müssen wir mal schauen, was die ganzen Topfahrer dann nutzen werden. So, wir sind wieder draußen mit Duelen, sind aktuell 15. 2,2 Sekunden hinter Russell, auf dem wir wahrscheinlich nicht so einfach aufschließen werden. Schauen wir mal auf den Reifen, wir hätten ein bisschen was über, könnten kurz pushen, gehen mal kurz auf aggressiv. Hohen Spritverbrauch und mal gucken, ob wir ein bisschen aufholen oder eben nicht. Schauen wir uns auch nochmal die Reifen an, was hat Russell auch einen harten Reifen, 95% Zustand. Wer war noch nicht an der Box? Ja, eigentlich alle, ne? Die hier vorne sind die ersten 9 komplett. Die kommen jetzt aber zum Teil auch rein. Albon, Stroll, Tsunoda und Mick Schumacher. Schauen wir mal, dass wir da vielleicht irgendwo uns dranhängen können an irgendeine Gruppe. So, auf Russell können wir leider nicht aufschließen, so wie es aussieht. So, Verstappen und Alonso kommen jetzt auch an die Box. Und ja, mit diesen Einstellungen konnten wir leider nicht an Russell herankommen. Darum stelle ich das Ganze jetzt auch mal wieder runter auf Standard beim Tempobefehl. Und ja, mehr können wir jetzt eh nicht mehr machen. Haben eh kaum Ressourcen. So, wir befinden uns jetzt in Runde 29. Einige Fahrer konnten auf uns aufschließen, unter anderem Magnussen, Albon, Ricardo, Vettel. Ja, wir sind jetzt so eine größere Gruppe wieder. Und dann würde ich sagen, stellen wir einfach unseren Tempobefehl mal selber auf leicht und versuchen einfach nur dran zu bleiben. Und dann schauen wir mal, wie es am Ende vom zweiten Stint aussieht. Ja, sehr schade. Duan hatte jetzt auch einen Verbremser, hat einen Fehler gemacht. Und schauen, ist er komplett ausgefallen. Das ist ein Unfall. Ja, sieht ganz so aus. Und
Damit war es das natürlich. Safety Car kommt nochmal raus. Es bleibt natürlich weiterhin sehr spannend für die WM, was da vorne passiert. Sehen wir uns die Wiederholung. Jetzt sehen wir hier den Williams. Ich denke, mit Julian hätten wir auf jeden Fall noch ein paar Punkte holen können. Dieser Unfall ist fürchterlich für das Team. Aber gut, haben beide Fahrer leider einen Fehler gemacht. Das Team ist am Boden und sind zerstört. Damit ausgeschieden. Sie werden sich fragen, was da draußen passiert ist. Ja, dementsprechend kein so interessantes Rennen für uns, aber das dachte ich mir ja schon. Gut, dass es dann so schlecht endet für unsere Fahrer, hätte ich dann natürlich auch nicht gedacht. Aber ich denke, wir hätten mit beiden Fahrern auf jeden Fall ein paar Punkte holen können und hätten eben doppelte Punkte bekommen. Von der hätte sich das auf jeden Fall nochmal gelohnt. Aber jetzt haben wir den Kampf auch gegen Mercedes wohl verloren. Die waren ja eh schon vor uns. Selbst wenn die, so wie es aktuell aussieht, vielleicht auch keine Punkte holen, werden wir in der Konstrukteurs-WM wohl nur Vierter werden. Und ja, schauen wir mal, wie das Rennen weiterhin verläuft. Schauen wir uns so ein bisschen an, was die da vorne so machen. Da ist es ja nochmal sehr spannend. Safety Car ist noch draußen. Schauen wir mal, wann das Safety Car reinkommt. Schauen wir uns vielleicht nochmal die Reifen an. Wir haben hier harte Reifen. Vorne eigentlich haben alle die gleichen Reifen aktuell, die ersten fünf. Dann kommt Ocon mit Medium-Reifen, Leclerc ist auch vorne mit dabei mit dem harten Reifen. Ich denke, die werden auch alle nochmal reinkommen. Ja, ist auf jeden Fall nochmal sehr, sehr interessant jetzt hier am Ende. Schauen wir mal, wie die Boxenstopps aussahen. Also wer bis jetzt wie viele gemacht hat. Die hinten haben schon die meisten zwei Stück gemacht. Die vorne erst ein, die werden auf jeden Fall nochmal reinkommen. Und ja, dann warten wir erstmal, bis das Safety Car reinfährt. So, Safety Car fährt jetzt rein. Ja, Verstappen kann vorne bleiben, Sainz dahinter, dann Perez und Alonso. Wo ist Leclerc? Leclerc hatte ja im Rennen auch schon seinen Verbremser und hat deswegen auch extra stoppen müssen. Darum ist er weiter weg. So, DRS wurde jetzt wieder aktiviert. Sainz ist vorbeigegangen an Verstappen. Ich denke, die werden sich jetzt hin und her überholen. Wir haben noch 13, 14 Runden vor uns. Ich gehe mal davon aus, dass die jetzt nicht durchfahren werden mit den Prozenten. Die könnten natürlich durchfahren, hätten dann aber eigentlich einen Nachteil. Ich denke mal, wenn wir dann noch draußen wären, würden wir auf jeden Fall, wie gesagt, auf den weichen Reifen nochmal ein paar Plätze gut machen können, wenn die KI echt jetzt wieder durchfährt. So, wir befinden uns jetzt in den letzten Runden des Rennens in Abu Dhabi. Wir sehen, dass Ocon aktuell führt vor Verstappen, vor Sainz, vor Bottas. Ne, das ist eine Gruppe. Danach kommt ein gewisser Abstand von 3 Sekunden. Dann kommt hier Perez auf dem 5. Platz, Norris ist 6. Alonso direkt dahinter auf dem 7. Platz, Leclerc auf dem 8. Platz mit 3 Sekunden Abstand. Hamilton ist 9. und Albon aktuell 10. Schauen wir uns mal die Reifen an. Ocon mit 53% auf dem Medium-Reifen wird wahrscheinlich das Rennen auch gewinnen. Der hat einen riesen Reifenvorteil. Es ist wirklich keiner mehr von denen da vorne reingekommen. Die fahren echt mit den harten Reifen durch, haben nur noch 36%. Das heißt, die müssen jetzt auch aufpassen, dass nicht Bottas vielleicht noch vorbeizieht. Denn genau, der hat natürlich auch mit dem Medium-Reifen auf 50% nochmal einen gewissen Vorteil. Schauen wir uns nochmal die Abstände an. Wie sieht das Ganze aus? Ja, Bottas ist dran. Wird wahrscheinlich auch noch vorbeigehen. Er hat noch ein paar Runden, er hat DRS, er hat eigentlich alle Möglichkeiten. Verstappen ist jetzt doch nochmal an Ocon vorbeigegangen. Ocon ist jetzt allerdings wieder an Verstappen vorbeigegangen. Die kämpfen da. Auch wenn Ocon, wie gesagt, den Reifenvorteil hat. Gibt es natürlich auch jede Runde wieder das DRS in zwei Zonen. Womit man sehr gut überholen kann, auch wenn man einen schlechteren Reifen hat. Und ja, auch für die WM natürlich recht interessant. Verstappen wird wahrscheinlich mehr Punkte holen als Perez. Und Leclerc hatte ja vorher schon Fehler gemacht. Von der ist die Sache zumindest aktuell ziemlich klar.
Schauen wir mal, ob Bottas noch vorbeigehen kann. Die kämpfen jetzt hier auf jeden Fall nochmal zu viert um den Rennsieg. Ja, Ocon hat zwar den besseren Reifen, aber natürlich nicht das bessere Auto. Jetzt ist sogar Sainz wieder vorbeigegangen, ist erster, Ocon ist zweiter, Verstappen dritter. Bottas kommt nicht so richtig hinterher, kann nur dranbleiben, kann aber nicht überholen. Wie sieht es dahinter aus, Perez? Ja, verliert immer mehr Zeit, der wird auf jeden Fall nicht mehr ranfahren. So, wir sind auf der letzten Runde. Sainz ist aktuell vorne. Ocon ist dahinter. Jetzt kommen die zwei DRS-Zonen, die nochmal spannend sind. Kann Ocon vorbeigehen? Das sieht ganz danach aus. Wenn nicht auf dieser Geraden, dann auf der nächsten. Oh. Jetzt wird hier nochmal DRS gleich aktiviert. Sainz ist unterlegen, weil er kein DRS hat. Ocon geht vorbei, wird damit höchstwahrscheinlich das Rennen gewinnen. Verstappen bleibt hinter Sainz, konnte ihn nicht überholen. Und ich denke, jetzt wird sich auch nichts mehr ändern an der Reihenfolge. Bottas, ja, hat sogar Zeit verloren. Und ja, damit gewinnt Ocon das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi. Das Rennen lief für den Williams-Piloten offensichtlich nicht gut. Also Williams war heute sicherlich nicht in Form und die Gesamtwertung beweist es. Nach diesem Resultat hat das Team den vierten Platz in der Konstrukteurswertung. Und damit ist die F1-Saison zu Ende. Die Teams werden in der Pause hart an sich arbeiten und sich für ein weiteres spannendes F1-Jahr rüsten. Hier jetzt das Rennergebnis von Abu Dhabi. Ocon gewinnt vor Sainz, vor Verstappen, vor Bottas, vor Norris. Perez auf dem sechsten Platz, dann Alonso. Hamilton ist noch 8. geworden, hat damit 8 Punkte geholt. Albon ist 9. geworden, Leclerc 10. Und ja, unsere Fahrer sind ja beide leider ausgeschieden. Schauen wir uns die Fahrer-WM an. Max Verstappen hat sehr knapp mit nur 12 Punkten Vorsprung gewonnen vor Perez. Perez ist 2. geworden, Leclerc 3. Punktgleich mit Sainz allerdings. Gasly ist 5. geworden, was ein ziemlich gutes Ergebnis ist natürlich für Williams. Hamilton 6., Bottas 7., Russell 8., Ocon 9. und Jack Doohan 10. In der Konstrukteurs-WM sind wir dann leider doch nur 4. geworden. Red Bull gewinnt ziemlich deutlich vor Ferrari, vor Mercedes, vor Williams und Alfa Romeo ist 5. geworden. Und ja, das war das letzte Rennen der Saison in Abu Dhabi. Den Saisonabschluss werden wir in der nächsten Folge machen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge.